Herzlich willkommen zu diesem Wochengruß 2304 aus der Jablonski-Straße im Januar mit Caroline und Daniel. Das war raffiniert, ne? Es gibt kaum zu durchschauen. Ersten Collapsing Anchors, weil das ist das Thema dieses Wochenendes. Ja. Meine Stimme ist immer noch ein bisschen angegriffen, darum mache ich die kurze Einleitung von dem, was letzte Woche war. Letzte Woche war Erlebniswochenende. Oh, war schön. Das nächste Erlebniswochenende ist am, wissen wir das Datum? 23. 24. September. Ich hätte es nicht besser sagen können. Ich hätte es überhaupt nicht sagen können, ja, weil ich hätte nicht gesagt im September ja, irgendwann. Ich habe ja schon Räume und alles angefragt, von daher. Es gibt noch Karten für 99 Euro Frühbucherpreis. Genau, das war letzte Woche. Wir hatten Dienstag Podcast mit Dagmar. Donnerstag Webinar mit Dagmar. Jetzt kam am Wochenende, heute ist der Samstag, wir haben ja einen Samstagwochengruß versehentlich, kam der Newsletter mit dem von Caroline ausgesuchten Witz, darf ich das überhaupt sagen? Mittlerweile schon. Gut. Und jetzt gehe ich in die nächste Woche. Am Dienstag kommt der nächste Podcast und da werde ich die Übungen vom Erlebniswochenende einmal durchgehen und sozusagen ein bisschen den Inhalt, Theorie, Selbstübteil vom Erlebniswochenende machen. Und dann kommt Donnerstag, Trommelwirbel, Daniel Köpke im Studio Jablonski und... Genau. Ja, das Webinar ist ja im Prinzip lange angekündigt. Das ist ja der zweite Teil, die Fortsetzung von meinem letzten Webinar, was ja sehr, sehr gut angekommen ist und wo ich ja sehr gutes Feedback drauf bekommen habe. Das Webinar eigentlich an? Das letzte? Bitte? Wie kam das letzte Webinar an? Gut, sehr gut. Und wie war das Feedback? Gut. Ja. Und das Webinar kam gut an? Nee, ernsthaft. Ich meine, Psychografie ist ja hier in diesen Kreisen auch so ein bisschen Dauerthema, Dauerbrenner. Mhm. Und wenn man sich eben lange genug mit dem Thema auseinandersetzt, so wie ich jetzt ja auch schon mehrere Jahre, dann entstehen da halt einfach bestimmte Ideen und bestimmte neue Variationen, neue Konzepte. Also, ist das so bei Erkenntnistypen, dass die Ideen entstehen oder machst du die Ideen? Die entstehen schon. Also ich habe da so Zeug in mir, was sich dann sortiert und dann ist die Idee da. So Erkenntnisgranulat, was dann irgendwann kristallisiert? Ich fand das gerade so spannend, dass du Chaining Anchors als granulares Vorgehen bezeichnet hast. Da merkt man den Chemiker. Ja. Ne? Schön. Was? Ich fühle mich so schön von eurem Dialog eingeschlossen. Machst du Emotionen oder kommen die? Die kommen, die entstehen auch. Spannend. Jetzt müsste man noch einen Handlungstypen fragen, die würden vermutlich gucken und sagen, hä? Die Energie entsteht bei denen. Die Power, die kommt doch einfach dann, die ist doch einfach da. Also jedenfalls, dir kamen Gedanken über Psychografie. Genau, und also das sind halt so einige der schönsten Gedanken. Also beispielsweise habe ich ja von jedem der drei psychografischen Typen oder beziehungsweise Bereiche so ein Sehnsuchtsziel entdeckt, wo ich denke, das ist so ein wertvolles Wissen in Beziehungen, was sich die Typen eigentlich im tiefsten Grunde ihres Herzens wünschen. Und das werde ich halt auch aufdecken und werde halt auch aufdecken, wie ich darauf gekommen bin. Das war ja beim ersten Webinar so, dass ich so ein kleines bisschen angefangen habe mit den Typen und dass von den Typen so ein bisschen diese drei Bereiche, diese drei Logiken, diese drei theoretischen Konzepte abstrahiert habe, nachdem wir uns entschieden haben, dass wir jetzt zu jedem Webinar so ein kleines bisschen Practitioner-Wochenende in Fokus stellen wollen, habe ich mir gedacht, mache ich es diesmal ein bisschen umgedreht und fange im Prinzip mit den Logiken an und ende dann am Ende eher auf den Typen, sodass man halt, insbesondere wenn man beim ersten Webinar dabei war, quasi so einen Zoom raus und Zoom wieder rein Blick bekommt. Und ich denke, dass man da viel mitnehmen kann, egal ob für berufliche oder private oder romantische oder wie auch immer Beziehungen. Wow. Also wer da nicht kommt zu dem Webinar, der muss es hinterher als Aufzeichnung gucken. Ja. Weil es steht eine Woche lang noch online. Ja. Im Free TV. Ja. Danach hinter der Paywall. Cool. Sag doch auch mal was. Ich glaube, wir müssen das ein bisschen kleiner jumpen. Wie?
Kleiner. Sag mal was Schönes. So? Genau, danke für den Input. Was Schönes, Daniel. Du aber auch, Ralf. Gerade hinter der Kamera, dass Ralf sich darüber beschwert hatte, ob die immer irgendwann mal fertig sind. Großartig. Ja. Genau, und dann kommt nächste Woche der nächste Newsletter. Es gibt nochmal einen Bonustrack zu der jetzigen Serie, weil ich habe ja heute über Kant geschrieben. Wer mutig ist, liest den langen Text auf Idomantu. Hast du ihn gelesen? Nee, ich habe ihn noch nicht durchgelesen. Diesen Anhang, diesen langen Kant-Text? Also, ich hatte ihn überflogen und dachte mir, ich nehme ihn mal trotzdem drunter. Und ich habe ihn dann wirklich gestern Abend und heute gelesen. Ich gebe ehrlich zu, ich musste die meisten Sätze dreimal lesen. Das klingt jetzt komisch, ich erkenne es, ob ich das sage, aber das ist so eine Art intellektuelles Workout. Mhm. Und du merkst, dass während du den Satz liest, wachsen mentale Muskeln. Das ging mir ganz ähnlich bei dieser Thomas-Mann-Serie, die wir da letztes Jahr zusammen mal gehört hatten. Zauberberg. Ja, genau. Nee, das war nicht Zauberberg, Josef und seine Brüder. Ah, ja. Da dachte ich auch so, die ersten 2-3 Stunden, das sind einfach sinnlos aneinandergereihte Worte, die der da aufreiht. Mhm. Und dann, ich hatte es genau so empfunden, manchmal muss man erst ein gewisses Metaprogramm dafür entwickeln, eine gewisse Vertrautheit mit der Sprache entwickeln, dass man die Schönheit darin überhaupt erkennen kann. Und ich kann mir vorstellen, dass jemand wie Kant, der ja sehr, sehr dichte Texte schreibt, dass es einem da ähnlich geht, dass man da erstmal eine Weile Zeit investieren muss, um da... Ich habe von Manfred Spitzer da mal einen Vortrag gehört, wo er gemeint hat, das Spannende bei so komplizierten Texten ist, dass du wirklich dafür bestimmte neue Neuronen brauchst, weil bei den komplizierten Texten brauchst du eine Leistung im Kurzzeitgedächtnis. Du musst am Ende des Satzes noch wissen, wo der angefangen hat. Und bei Kant geht halt auch mal so ein Satz wirklich über einen Absatz fast. Das sind echt lange Sätze mit 3-4 Schachtelsätzen innen drin. Ich würde nicht sagen, dass es gutes Deutsch ist. Es ist interessant, es ist wirklich anstrengend. Also wenn ich es überarbeiten würde, wäre der Text besser natürlich. Ne? Aber ich glaube, er muss so schreiben, weil er die Komplexität seiner Gedanken auch so darstellt. Es ist also definitiv kein Teil vom Newsletter, musst du nicht lesen, wenn du den Newsletter lesen willst. Aber es ist total spannend auch zu merken, was verloren gegangen ist. Dass eigentlich kaum noch einer heute solche Texte lesen kann. Und wozu man imstande wäre, es zu lesen, wenn man es lesen könnte. Genau. Und da gibt es nächste Woche noch einen Bonustrack, wo es um Freiheit geht. Im Newsletter? Im Newsletter. Ich schreibe über das, was die Anmerkung war. Du hast dir das gewünscht, genau, ne? Genau, ja. Yes. Caroline hat das Thema des nächsten Newsletters zu verantworten. Freiheit. Ja, wie würdest du es nennen? Was wäre für dich das Thema des nächsten Newsletters? Es ging ja darum im Newsletter, dass man eine Art Stabilität schafft, in bestimmten, also auf den logischen Ebenen, um in einem anderen Thema, sagen wir mal, ich formuliere es jetzt einfach mal, in der Vision oder in der Berufung, in dem, was man wirklich machen möchte, um da Freiheit zu haben, also Stabilität. Genau, und jetzt ist natürlich die Frage, die einem auf der Zunge liegt. ich glaube, es gibt viele, die sich nicht ganz sicher sind, was ist denn das, was ich wirklich machen will? Wofür möchte ich denn diese Freiheit haben? Und darauf habe ich hingewiesen und ich finde es gut, dass du das aufgreifst. Darum gibt es dazu Newsletter. Genau. Gut. Wunderbar. Ich glaube, dann haben wir die nächste Woche fast geklärt. Und was wir nicht sagen, ist, dass wir demnächst wieder einen Podcast zusammen machen mit einem Stargast aus Österreich. Genau. Aber darf man noch nicht sagen, ist noch ein Geheimnis. Aber wir haben lange daran gearbeitet, dass es möglich wird. Und wir sind stolz, dass wir es schaffen. Ja. Und wir machen es vielleicht wie beim letzten Mal, dass du das Video gestartet hast und ich... Das wäre wunderschön. Das wäre wirklich wunderschön, ja. Daniel macht jetzt das Video aus. Jetzt gehe ich in den Handlungsbereich. Passt auf. Tschüss. Okay.